Ja, wobei, seien wir ja mal auch an dieser Stelle ehrlich, diese Modelle sind ja auch jetzt nicht neue Ideen. Also Ja, klar. ich würde das wahrscheinlich auch höchstwahrscheinlich auch gar nicht jetzt als ja, besonders einstufen und bedrohlich einstufen, weil diese Wellenbewegung, die erleben wir ja immer wieder. Es gibt ja, Ja, und das stimmt. durchweg durch alle Auftraggeber. Es gibt ja immer wieder so diesen Ansatz zu sagen, okay, der Markt hat jetzt Probleme, wir haben Qualitätsprobleme, beziehungsweise wir haben gewisse Tarifsteigerungen, wo es dann irgendwann du dann auch als Unternehmen an den Punkt kommst, ich weiß jetzt nicht, ob der Break-Even-Point das der richtige betriebswirtschaftliche Begriff an dieser Stelle ist, aber wo es dann irgendwann günstiger wird, zu sagen, okay, ich baue mir diese gesamte interne Struktur oder die ganze Sicherheitsstruktur intern selber auf, weil ob ich jetzt nun an den Unternehmer oder an den outgesourcten Dienstleister da 25 Euro die Stunde zahle oder meinem Mitarbeiter gleich 15 Euro die Stunde plus 33% Lohn und alles, was da Sozialabgaben und auch hinzukommt, dass es dann einfach nachher eine Frage der Rechnung ist und ich stocke dann durch Externe auf. Und ich glaube, das ist sicherlich auch in München und überall anders momentan ein Trend, dorthin zu gehen und zu sagen, wir brauchen es, wir können vielleicht dadurch Kosten sparen. Aber auf der anderen Seite wird das sicherlich auch als Wellenbewegung irgendwann runtergehen und wir wieder an einem Punkt angelangt kommen, wo Outsourcing total im Vordergrund steht, weil es dann trotzdem günstiger ist, weil es steigen ja nicht nur die Kosten des Dienstleisters, sondern es steigen auch meine eigenen Kosten. Und von daher würde ich das gar nicht so zu hoch ansetzen, aber es ist tatsächlich ein Faktor. Und momentan ist es ein Problem, womit die Branche umgehen muss. Und ich muss auch ehrlicherweise, also das ist ja tatsächlich so die Fragestellung, da sehe ich keine Signale, aber korrigiere mich, ob ich da irgendein Signal übersehe, da in eine Lösung hineinzugehen oder in Ansätze hineinzugehen, wirklich in ja, Mitarbeiterhaltung, Attraktivität, ja, Weiterentwicklung, moderne Branche etc. Irgendwas, was ich da vielleicht übersehe, was durch Unternehmen oder durch Verbände oder sonst irgendwas gerade initiiert wird. Ach so. Das ist ja immer schwierig, ne? Es gibt, wenn man das beobachtet, sind welche Aussagekraft oder Einzelfälle, die man feststellen kann, für was stehen die denn eigentlich? Ne? Ich wüsste jetzt nicht, was ich da ergänzen sollte. Ja. Also mir fällt ja jetzt auch nicht was Konkretes ein, wo ich sage, da steht jetzt irgendwie für einen weiteren neuen Trend. Ja. Dann lass es mich mal anders Das, formulieren. Ich hab ja in ja. einem Kurs bei dir ja auch schon mal den Vergleich angebracht und gesagt, wir sind vielleicht jetzt in derselben oder ähnlichen Situation wie die Taxibranche im Vergleich zu Uber So. und Freenow und all den anderen Chauffeurdiensten, die dort unterwegs sind. Ich Ja. sehe halt einfach die Gefahr und so ein bisschen die Befürchtung, dass wir sehr ähnlich sind wie mit der Taxibranche. Das Einzige, was sich geändert hat, dass wir nicht mehr Pferde reiten, sondern jetzt auf Mercedes umgestiegen sind. Und in der Sicherheitsbranche, ja, das Einzige, was wir machen, ist, dass wir vielleicht jetzt eine Sachkundeprüfung haben und vielleicht die ein Ach oder andere so. Qualifikation. Aber so wirklich im Kern haben wir uns in den letzten 150, Ja. 200 Jahren nicht weiterentwickelt. Und dann kommt Ach plötzlich so, jemand um die ja. Ecke mit Ja. einer komplett neuen Idee und überholt uns dann. Und dann sind wir wirklich wie die Taxibranche. Das Einzige, was wir dann machen und tun, ist, dass wir uns darüber beschweren, dass der Staat in seiner, weiß ich nicht, wirtschaftlichen Fürsorge sich da nicht um uns gekümmert hat. Aber die Idee, Ja. der Input müsste doch von uns kommen, oder nicht? Naja, aber das sind ja oft so Dinge, die hast du, die kann man nicht so wirklich voraussehen, die kommen sehr plötzlich, ja. Also, dass jetzt Uber ein Geschäftsmodell geworden ist, das der traditionellen Taxibranche da den Garaus macht, ja. Das war ja jetzt auch nicht so von heute auf morgen. Das musste ja erstmal bekannt werden, musste von den Leuten angenommen werden, ja. Und als Vorteil, ich meine, das ist natürlich in dem Fall zum Beispiel auch mit der Technologie verbunden, ne? Der Tatsache, dass die Leute ein Smartphone haben, wo sie ganz schnell, ja, obwohl man sollte denken, gut, früher hat man halt im Telefon ein Taxi, man brauchte die Nummer, relativ einfach auch rauszufinden, aber es geht heute wirklich alles viel schneller und es ist schick. Weißt du, es spielt ja auch oft für den Kunden, für den Konsumenten eine Rolle, was ist gerade irgendwie schick, hip oder so, ja? Und die Leute finden es irgendwie hipper, mit einem schicken Auto rumzufahren, das nicht aussieht wie ein Taxi.
Ja, und dann zahlen sie vielleicht sogar noch ein bisschen mehr dafür. Ja, also ja, vor allem das nicht. Unter Umständen. Also so eine Entwicklung der Sicherheitsbranche, also ich will jetzt nicht sagen, man kann es ja nicht einfach eins zu eins setzen, ne? Also so nach dem Motto, das würde sich da genauso entwickeln. Das würde ja bedeuten, es gibt keine Sicherheitsunternehmen mehr, sondern nur noch, keine Ahnung, ne? Diese eine Idee, es gibt dann Plattformen, ne? Auf denen sich die Leute den Security Helpling, ja, oder my Private Security mieten könnten, ne? So, also wenn es, das könnte man sagen, wir haben einen relativ großen Stamm an Leuten, die haben in der Branche gearbeitet, die haben irgendeine Stufe der Qualifikation, ja, und die könnten so auf irgendeinem Niveau halt entsprechend als Sicherheitspersonal zur Verfügung stehen. Das könnte sein, ich bin Sicherheitschef eines Unternehmens und ich mache keinen Kontrakt mehr mit einer Firma, sondern ich sage, ich habe selber hier meinen Sicherheitsmanager. Und der stellt sich das Team zusammen aus Einzelpersonen, hier und da und dort. Mhm. Ja, die kommen, werden zusammengebracht, die sind alle Subunternehmer, ja, oder Solo-Selbstständige, ja, und die kriegen alle Einzelverträge, die völlig unabhängig sind. Ja. Da gibt es keinen Vertrag mit einer Firma, wo ja, mit jedem Einzelnen wird ein eigener Vertrag gemacht. Ja. Da schließt man auch jede sozusagen Gefahr einer Kooperation der oder noch mehr aus als vorher vielleicht, ja, oder Koalition stellt sich aber so sein Team zusammen, dass man jederzeit ohne Umstände vergrößern oder verkleinern kann, je nach Bedarf. Mhm. Du hast kein Management irgendeiner Firma, mit dem du verhandeln musst. Ich meine, denkbar ist es, ja, sonst könnte ich es auch nicht irgendwie verbalisieren, aber weiß nicht, ob sich das in so eine Richtung entwickelt. Ja? Ich würde ganz gerne zum Schluss nochmal da auf ein Thema kommen. Das ist diese ganze Diskussion um die Kritis-Anerkennung der Sicherheitsbranche. Mhm. Was glaubst du, du hast es, glaube ich, vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, aber was glaubst du, ist dort gerade so der ausschlaggebende Punkt? Ist das wieder das Marketing, was wir in dem letzten Gespräch hatten? Ja, ja. Oder stehen da auch ganz praktische Bedürfnisse dahinter? Ich glaube, also ich meine, abgesehen davon, dass natürlich ein Großteil der Infrastruktur sowieso in privater Hand ist, ne? Oder eben dann halt auch, wo er eben in kommunaler, staatlicher Hand ist, man dann eben auch auf einen privaten Sicherheitsdienst zurückgreift, ja, der irgendeine Anlage bewacht, ist klar. Also ich glaube, man muss es so sehen. Es gibt eben viele Sicherheitsunternehmen, die Kunden haben, die irgendwo eine Dienstleistung anbieten oder eine Versorgungseinrichtung betreiben, ne, die zur kritischen Infrastruktur zählt. Ne, natürlich müssen wir immer genau gucken, wer gehört jetzt eigentlich dazu, wer nicht. So, die machen eine einfache Ableitung. Würde ich, ja, und ja. Behaupte ich jetzt einfach mal, die machen die einfache Ableitung, so ganz viel Infrastruktur ist privat, ja, und viel Infrastruktur ist eben auch relevant, ne? Da ist natürlich die Frage, was gehört dazu, immer wichtig, ja, aber wenn man sagt, zu unserer kritischen Infrastruktur gehört alles, was zur Daseinsversorgung gehört, gehört auch die Energiesicherheit, Verkehrssicherheit, ja, und da das alles jetzt und man kann es auch wunderbar kombinieren, sogar mit dem Nachhaltigkeitsgebot, ja, oder der Energiewende. Ja, also wir wollen eine moderne, das ist so der Mainstream oder Regierungsprogramm, eine ökologisch nachhaltige Wirtschaft, als Idee zumindest. Man möchte es natürlich irgendwie oder man fühlt sich dazu genötigt, aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung, das zu kombinieren mit dem wachsenden Energiebedarf, aber auch mit den Bedürfnissen der Leute, den Konsumbedürfnissen, ja, den Freiheitsbedürfnissen, keine Ahnung, kostenlos über die Autobahn zu rasen und so zurück. Ne? Das heißt, also da wird also das Dienstleistungsangebot insgesamt wird ja eher größer, anstatt dass es weniger wird. Mhm. Ja? Und der Energiebedarf wird größer, anstatt dass er weniger wird. So, und wie gesagt, und diesen Widerspruch Nachhaltigkeit, ökologisches Bewusstsein, aber wachsender Bedarf, wachsender Konsum muss man zusammenbringen. Und diese wachsende Nachfrage, die bedient eben hauptsächlich den private Sektor. Das heißt, ne, der baut sich aus, der wächst,
wenn man so will. Ja, und da ist das auch eine Chance für die privaten Sicherheitsdienste, dann vielleicht da mitzuwachsen. So. Ja, und ich glaube, die sagen einfach nur, diese Entwicklung, die uns auch zum Vorteil ist, ja, zeigt doch, dass wir auch wichtiger werden. Und wir wollen bitte wiederum, ja, hier die gesellschaftliche oder die offizielle politische Anerkennung dafür haben. Ich glaube, es geht nur darum. Aber jetzt würde ich mal gerne die Frage stellen, weil du bist weder Unternehmer noch Gewerkschafter, sondern betrachtest das von einer rein objektiven wissenschaftlichen Basis. Sind wir denn so wichtig? Und nein. Also jein. Also, das ist ja, die Sache ist ja immer die. Wir leben nicht in einem Land, wir sind nicht in einer Situation, wo marodierende Banden durch die Gegend ziehen und irgendwie Infrastruktur manipulieren wollen. Ja? Also natürlich ist es so, dass es ist ein Sinn, wirbt ja oft mit dem Szenario, dass solche Risiken bestehen. Ja? Also theoretisch oder potenziell mögen die auch bestehen. Ja, also natürlich ist es immer denkbar, dass Leute auf die Idee kommen, ein Wasserwerk zu vergiften und dann müssen sie über einen Zaun springen dafür oder so, ja, und da irgendwie an die Anlagen rankommen, ja, also das ist ja das Altbekannte, also die Sicherheitsbranche lebt davon, dass sie von einer abstrakten Gefahr ist die Begründung für ihre Tätigkeit, ja, und sie kann sich immer rausreden, wenn man so will, weil man ja nie weiß, ob aus der abstrakten Gefahr mal tatsächlich eine konkrete wird. Das weiß man ja immer nur dann, wenn es tatsächlich passiert ist. Das heißt, man kann sich also entweder nur auf die abstrakte Gefahr berufen oder eben auf ganz konkrete Beispiele aus der Vergangenheit, wo dann tatsächlich mal eine konkrete Gefahr bestanden hat. Das heißt, weil das eben so der Fall ist, muss ja, da ist ja die Branche gezwungen, die Polizei ja übrigens dann auch, zumindest in der Öffentlichkeit oder bei den politischen Verantwortlichen zu suggerieren oder zu belegen, warum es sich nicht bloß um irgendeine abstrakte Gefahr handelt, die vielleicht nie eintritt. Mhm. Ja, weil dann könnte man immer sagen, brauchen wir euch denn wirklich? Wie groß wäre der Schaden? Also wenn der Schadensfall eintritt, ist der dann so groß, dass die Kosten für euch sich rechtfertigen? Ne? Und deswegen ist sozusagen der Zwang da auch immer, die Gefahr auch irgendwie realistisch zu machen irgendwie plausibel zu machen, dass die dann auch droht. Ne? So. Aber das ist ja dann. Das ist allerdings nicht, ich meine, das Problem, das ist eine ganz andere Geschichte, ist, wie realistisch sind so Gefahren? Ich meine, beim Thema Atomkraftwerk kannst du natürlich auch sagen, also das wäre jetzt auch ein Argument, das die Sicherheitsindustrie bringen kann. Und da ist sie dann quasi in einer Linie mit Atomkraftgegnern, ein Atomkraftwerk hat vielleicht relativ selten Ausfälle, die sind heute relativ sicher, was den Betriebsablauf betrifft, aber wenn da mal was schief geht, dann kann es richtig hart werden. Mhm. Allerdings stimmt es, hat es jetzt den Hinkefuß, dass es selten so gewesen ist bei Reaktorunfällen, dass das irgendwie Manipulationen von außen gewesen wären, Terroranschläge, sondern das lag am System selbst, dass es eben doch nicht so sicher ist, ne? Oder dann eben das Risiko zu hoch ist. Und das verhindert ja natürlich kein Sicherheitsunternehmen, ist schon klar. Ne? Aber wenn du sagst ja, und da sprichst du mir komplett aus der Seele gerade, du sagst ja gerade selber, so ein bisschen, das ist ja auch ein Spiel mit dem Feuer, so, ne? Ich konstruiere etwas, um dann meine Dienstleistung zu verkaufen. Ich meine, da kann man in die Geschichte gucken, da sind ja die diversesten, ne, auch anderen Themen und vor allem im Gesundheitssektor, da müssen wir gar nicht über Homöopathie und sonst was reden, aber ich konstruiere etwas, um meine Dienstleistung zu verkaufen. Warum gibt es denn an dieser Stelle niemanden, und ich würde das auch tatsächlich fett unterstreichen, der einfach diesen Widerspruch eigentlich mal auflöst und sagt, pass mal auf, ihr konstruiert hier eine Gefahr, ihr wollt dabei sein, ihr habt bewiesen, vor allem im ersten Pandemiejahr, in den ersten 365 Tagen, dass das Erste, was ist, auch wenn ihr die 20 Jahre davor immer danach geschrien habt, dass ihr auf Augenhöhe arbeiten wollt und dass wir verlässlicher Partner der Sicherheit, der öffentlichen Sicherheit seid. Das Erste, was ihr sagt, ist, wir müssen 34a aussetzen, wir haben kein Personal.
wir werden alle untergehen und ein Weltuntergangsszenario konstruieren. Gleichzeitig jetzt aber wieder sich hinzustellen und zu sagen, also wir sind die Retter der Welt. Warum gibt es denn da keinen in der Mitte? Oder vielleicht passiert das auch unbewusst dadurch, dass wir eben genau das, was die Branche oder der BDSW seit Jahrzehnten fordert, einfach nicht umgesetzt wurde. Vielleicht ist das ja auch die Antwort an der Stelle. Niemand, der diesen Widerspruch auflöst, vor allem im Kontext zu sagen, naja, ob das so sinnvoll ist, da jemanden dann auch noch hinzusetzen, der 40 Stunden Unterrichtung hat. Die Leute gibt es schon, aber das sind keine Leute in der Branche. Wenn ich jetzt selber ein Unternehmen hätte, ja, und ich wollte mit meinem Sicherheitsunternehmen ein florierendes Geschäft daraus machen, da werde ich doch den Teufel tun, irgendwas zu behaupten, was dem widerspricht. So, ne? Und dann ist es noch eine andere, auf der Seite der Politik ist es ja auch oft so, das merkst du übrigens auch, wenn es jetzt um solche geopolitischen Ereignisse oder Streitfragen geht, ne? Manchmal hat man den Eindruck, die Offiziere, die Generäle oder Soldaten sehen die Sache viel nüchterner und sind viel vorsichtiger als die Politik. In der Politik, da wird schnell Öl ins Feuer gegossen, hat man so den Eindruck zumindest. Mhm. Ne? So, und Sicherheitsbranche, die hat zwar einen eigenen Lobbyverband, der natürlich auch, sagen wir mal, nicht zufällig entsteht, der auch, gewissermaßen die Machtverhältnisse innerhalb der Branche widerspiegelt. Aber auch die sind natürlich auf eine politische Unterstützung angewiesen, die aber meistens so auf der Ebene der Länder stattfindet, vielleicht bei einzelnen Angehörigen von Parlamenten. Ja? Und diese Leute, das ist ja immer so beim Lobbying, also das ist ja auch ein Geben und Nehmen. Und ne, die politisch Verantwortlichen müssen dann auch so sprechen, wie es von ihnen erwartet wird, um den Diskurs dann im politischen Raum dann entsprechend auch zu beeinflussen oder irgendwie eine Agenda zu setzen. Ja? Und die machen dann das Gleiche. Das heißt, die machen auch nicht das Gegenteil. Ja, dass sie da irgendwie, und du müsstest mal mit Berufspolitikern sprechen, ja. Und die Leute, die das vielleicht nicht tun, also die sich da eher fernhalten oder mit der Branche nichts zu tun haben, ja, die interessiert es gar nicht. Für die ist es kein relevantes Thema, weil die Branche da viel zu klein ist. Ja, das ist, also wer hat denn ein politisches Problem mit der Sicherheitsbranche? Das sind doch vielleicht höchstens irgendwelche Aktivisten, ja, oder Leute, so die in der Öffentlichkeit, so dieselben, die für die jeder Polizist irgendwie in Uniform, ne, den repressiven Staat darstellt. Das sind dieselben Leute, die dann auch sagen, die Sicherheitsdienstleister, das sind auch nur so Prügelknaben, keine Ahnung, die dann die historischen Parallelen zu irgendwelchen SA-Truppen ziehen oder so. Mhm. Weit hergeholt, aber ich will nur sagen, wer beschäftigt sich denn eigentlich aus so einer... Du, Entschuldigung, bei mir klopft es gerade. Mach mal Pause gerade. Ne? okay, also, ich glaube, ich finde deinen Anspruch oder deine Hoffnung ja auch richtig, ja, aber du hast da einen Blick auf die gesamte Branche und, auf den Versuch, wie soll ich das am besten formulieren? Du betrachtest die gesamte Branche und guckst, wo ist sie nützlich, wo ist sie, kann man eigentlich mit ihr arbeiten, was kann sie eigentlich tun, ne, für die Gesellschaft, nicht nur für den Staat oder den Einzelnen. Aber wir haben es hier eben mit einer Branche zu tun, wie jemand mal gesagt hat, ich glaube, den kennst du auch, in der Sicherheitsbranche geht es nicht darum, Sicherheit anzubieten. Es geht darum, Geld zu machen. Und das ist Grundprinzip. Das hört sich so banal an, weil das ist in jeder Wirtschaftsbranche der Fall. Ja? Man könnte ja auch sagen, jemand, der ein Produkt verkauft, der will vielleicht, das ist die These, in erster Linie das Produkt verkaufen, um einen Gewinn zu machen. Und ein Unternehmer könnte es theoretisch scheißegal sein, was er verkauft, Hauptsache er macht einen Gewinn. Ja. Und also das ist ein bisschen zu überspitzt gesagt, ne? Weil ich meine, natürlich muss ein Sicherheitsunternehmen auch irgendwie Qualität und eine sinnvolle Tätigkeit, die gebraucht wird,
Wenn, ne, wenn also das, was er anbietet, nicht gebraucht wird in der Sache, dann würde es ja keine Kunden geben, ne, die die Dienstleistung einkaufen. So, aber wenn ich, wenn ich sage mal so, wenn ein Kunde sonst was will, dann findet er wahrscheinlich auch irgendwann jemanden, der ihm das anbietet. Scheißegal, was es ist, auf gut Deutsch. Ja, bin ich bei dir. Ich würde nochmal das auflösen in zwei Punkte. Vielleicht den letzten nehmen wir mal mit, vielleicht auch nochmal in ein nächstes Gespräch. Du hast gerade gesagt, naja, wer kritisiert die Branche? Ich glaube, dass die Branche, das ist so ein bisschen mein Eindruck und du, auch aus der gemeinsamen Arbeitsgruppe vielleicht auch, das Problem ist halt, die sind zu individuell. Die sind nicht vernetzt, die sind nicht verknüpft. Also wir könnten uns ja anschauen und sagen, okay, was passiert eigentlich vielleicht auch gerade in oder in den letzten Jahren, gibt es ja genug Beispiele, auch Gerichtsverfahren und Urteile dazu, was beispielsweise im Asylbereich passiert ist, in der Bewachung von Flüchtlingsunterkünften. Wir haben das Thema, dass man sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch nochmal genau hinschauen sollte. Das, was du vorhin sagtest mit dem Urteil in Frankfurt, was ja, glaube ich, jetzt auch 2 oder 3 Jahre inzwischen alt ist, ist das so ein Thema, dass man auf Sylt eine Ordnungsamtsstreife hat oder eine private Sicherheitsdienststreife nachts hat, weil das Ordnungsamt um 18 oder um 20 Uhr Feierabend macht. Die Bewachung oder die Bestreifung von privaten oder von öffentlichen Parkanlagen etc. Also ich glaube, es passiert schon eine ganze Menge. Und an den individuellen Stellen wird halt auch geguckt. Da gibt es vielleicht auch ein bisschen Gegenprozess, Protest. Aber die Branche kann an dieser Stelle tatsächlich glücklich sein und sagen, dass oder sich darüber freuen, dass praktisch dieser Gegenprozess vielleicht jetzt nicht so organisiert ist wie Fridays for Future oder andere Aktivistengruppen, die tatsächlich darauf einen Fokus legen. Möglicherweise auch dadurch, dass dann, das hattest du ja auch schon mal angedeutet, der wesentliche Punkt an dieser Stelle ist, dass vielleicht auch alle wissen, dass es genau diese, in Anführungsstrichen, Handlanger sind, die eigentlich gar nichts anders können, als dass sie von Unternehmen dazu getrieben werden oder von Unternehmern und von der Gesellschaft, von Bundesagenturen mit der Androhung von Sperrungen und Co. dazu getrieben werden, diesen Job auszuüben. Das war der erste Gedanke, den ich an dieser zweiten Stelle habe. Und der zweite Gedanke ist, den habe ich gestern Abend auch schon mal in einem anderen Gespräch formuliert, vielleicht schützen wir an dieser Stelle auch den Kunden zu sehr, indem wir sagen, naja, der Kunde hat ja eigentlich gar keine Ahnung, der Kunde weiß gar nicht, was er dort einkauft oder der Kunde hat vielleicht auch zu sehr ein Bild davon, dass er dort wirklich Sicherheit bekommt. Vielleicht, und ich habe es gestern Abend verglichen mit dem Wrestling, vielleicht will auf gut Deutsch, und sorry für die deutschen Worte, für die deutlichen Worte, vielleicht möchte der Kunde einfach auch beschissen werden. Vielleicht möchte der rausgehen und sagen, ich brauche hier eine Dienstleistung, ich kaufe mir eine Dienstleistung an, damit kann ich nach außen hin vielleicht auch eine gewisse Form von Prestige darstellen, repräsentieren. Und ich kann vor allem suggerieren, obwohl alle wissen, dass das tatsächlich schwierig ist oder dass dahinter vielleicht auch kein Mehrwert oder eine gewisse Nachhaltigkeit steckt, dass das einfach man sich an dieser Stelle auch selber betrügt. Letztes Beispiel dazu, vor allem zu diesem Punkt, wenn ich zurückdenke an den Anschlag an Breitscheidplatz, hier hatte ich das ja auch erzählt, als wir da Essen waren am Breitscheidplatz auf dem Weihnachtsmarkt. Ne? Was war die erste Reaktion? Letztes Jahr, Anschlag? Nicht vor 5 Jahren, musst du noch dazu sagen. Genau, nicht. Nee, wir sind nicht vom LKW weggerannt, sondern letztes Jahr, genau. Das war ja letztendlich auch so ein Punkt. Zalando, Bereitschaftsdienst an dieser Nacht gehabt, was habe ich gemacht? Naja, ich habe auch angewiesen, alle Sicherheitskräfte an allen Berliner Standorten, stellt euch vor die Tür, seid sichtbar, dass sich die Mitarbeiter zumindest die nächsten 14 Tage da wohlfühlen und sicher fühlen, obwohl, wenn wir de facto mal in die Objektivität gehen, diese Maßnahme einfach schwachsinnig ist. Keiner von denen hätte einen Attentäter aufhalten können, keiner von denen hätte irgendwas machen können, wenn etwas passiert und nicht, weil das schlechte, minder Qualifizierte sind, sondern es sind einfach am Ende des Tages Privatpersonen wie du und ich, die sich einem Attentäter einfach nicht in den Weg stellen würden, wenn da was passieren würde. Also, weißt du, vielleicht hilft da so ein historischer Vergleich. Also man kann ja immer die Frage stellen, vor 30 Jahren habe ich keine Sicherheitsleute in Supermärkten gesehen. Kaum irgendwo in diesem halböffentlichen Raum oder eben, ne, da
der Öffentlichkeit zugänglichen privaten Räumen. So, da gab es den Werkschutz. So mehr eigentlich nicht. Ja? Und ich weiß nicht, die Leute haben dann, man müsste natürlich sich das alles näher anschauen, aber gab es deswegen mehr Kriminalität, mehr Gewalt oder so? Ja, also natürlich könnte man gucken, jetzt hat sich nicht irgendwie die Öffentlichkeit anders, ist die nicht heute anders strukturiert als damals? Gibt es da also wirklich stichhaltige Gründe zu sagen, dass man so etwas braucht? Na, also zum Beispiel, was wir ja wissen, natürlich gibt es heute sehr viel mehr dieser halböffentlichen Räume, ne, oder dieser privaten Räume, die der Öffentlichkeit zugänglich sind, Shopping Malls etc., als es damals noch vor 50 Jahren gegeben hat. Na, insofern, das ist ja sagen, also da hat sich sozusagen die Eigentumsstrukturen, die Öffentlichkeit, der öffentliche Raum verändert. Na, das ist schon sozusagen, das hat schon Hand und Fuß, dass sich das geändert hat. Und ein anderer Punkt wäre, aber da muss man eben auch aufpassen, dass man nicht ins Spekulieren gerät, hat sich durch diese Veränderung dieses öffentlichen Raumes, haben sich auch die Verhältnisse, der Umgang zwischen den Menschen, hat sich das verändert? Oder durch Dinge, durch Liberalisierung, durch Grenzöffnung und so viele Dinge, die da vielleicht eine Rolle spielen, dass im öffentlichen Raum die Menschen, die sich dort bewegen und wie sie sich dort bewegen, dass sich das grundsätzlich geändert hat zu früher. Mhm. Wenn das der Fall wäre, dann wäre wieder vielleicht, wäre das ein rationales Argument dafür, wir brauchen da irgendwie mehr Sicherheit. Gleichzeitig hat sich, das ist ja auch ein längerfristiger Trend, die Polizei mehr und mehr aus der Fläche zurückgezogen. Ja, man muss, mit vorsichtig meine ich, man muss vorsichtig sein, dass man aus diesen Beobachtungen da keinen Funktionalismus dahinter sieht. Ne? Als wäre das irgendwie so der große Masterplan, der da stattgefunden hat, mit dem Ergebnis, wir haben jetzt eben mehr private Sicherheitsdienste, weniger Polizei. In der Tendenz, absolut gesehen, haben wir ja nicht weniger Polizei, sondern in ihrer Sichtbarkeit. Mhm. Ja? Also ist das ein bewusster, gewollter Prozess oder ist es auch nur zufällig? Na, also es ist ja irgendwo, also sowas lässt sich wahrscheinlich schon noch ein Stück weit rekonstruieren. Ja? Und dass es also nicht einfach zufällig ist, dass es nicht nur das Ergebnis von eines Geschäftsinteresses, ne, eine private Sicherheitsdienstleistung zu verkaufen ist, ja, sondern es muss ja auch auf ein Interesse stoßen. Es muss ja Unternehmen geben, Kunden geben, die da erstmal glauben. Also du hast es vorhin ja gesagt, wie weit ist es tatsächlich ein überzeugtes Interesse, das sich nachprüfen lässt? Und wie weit beruht es vielleicht auch auf einer Selbsttäuschung? Ja? Allerdings, wenn ein Unternehmen von einer Versicherung die Auflage bekommt, ne, für die Sicherheit ihrer Produkte, Dienstleistungen zu sorgen, dann ist das schon mal gesetzt. Ja? Dann ist es einfach, ne? Also ich meine, irgendwo, natürlich ist es wie bei vielen Dingen, da gibt es die Branche, die möchte gerne ihre Tätigkeiten erweitern, ja, dann gibt es vielleicht Versicherungskonzerne, die möchten Versicherungen verkaufen, ja, dann gibt es Unternehmen, die haben tatsächlich irgendwelche Probleme, zum Beispiel, ne, mit dem Verhalten von Mitarbeitern. Ja, das ist ja bekannt, ne? Das ist jedes Jahr bei der Inventur stellt man fest, viele Mitarbeiter haben wohl sich selbst bedient, das möchte man irgendwie unterbinden. Lange hat man es in vielen Sektoren im Einzelnen noch nicht gemacht, weil das hat so wenig, eine Rolle gespielt bei den Umsätzen, im Vergleich zu den Umsätzen, ne, dass man das halt ignoriert hat. So, ja. Ne? Aber vielleicht hat sich da auch vieles geändert. Also ich weiß aus der eigenen Familie so, da immer die Erzählung, beim Opel in Rüsselsheim, da haben früher die Beschäftigten, als dann noch Zehntausende gearbeitet haben, da sind halt mal die Radios mitgenommen worden und sowas. Das war natürlich auch verboten, ist klar, aber damit konnte so ein Konzern noch eher umgehen. Mhm. Heute, wo alles so viel knapper kalkuliert ist, die Ressourcen teuer sind, ja, in manchen Sektoren jedenfalls, da achtet man sich vielleicht, dann ist sozusagen, das hat sich, sagen wir mal, das Fabrikregime, wenn du so willst, wieder geändert. Man achtet vielleicht sehr viel mehr heute darauf, weil das ja doch ein Kostenfaktor ist, wie sich die Mitarbeiter verhalten.
Ja, ja. Und da könnte man sagen, ohne dass ich jetzt auf den Zug aufspringen will, ja, ein Konzern, ein Unternehmen braucht einen Sicherheitsdienst, um in erster Linie die eigene Belegschaft zu überwachen. Ne? Das suggeriert es so ein bisschen natürlich. Das mag an der einen oder anderen Stelle auch eine Rolle spielen. Ja? Geht es aber grundsätzlich, glaube ich, darum, dass Sicherheitsdienste deswegen wichtig geworden sind, weil sie in diesem gesamten Wirtschaftsprozess, weil der insgesamt, man möchte den besser, also der, was ich meine ist, also das Grundinteresse, das Grundbedürfnis ist, möglichst viele Schritte, Elemente in dem kompletten Wirtschaftsprozess darüber Bescheid zu wissen oder die irgendwie kontrollieren im allgemeinsten Sinne zu können. Mhm. Ja, also wenn man von der Produktion, und da brauchen wir erstmal die Ressourcen, bis zum Endkunden. Man will ja auch heute alles Mögliche über den Endkunden wissen. Deswegen werden Daten gesammelt, ne, damit man jeden Kunden einzeln ansprechen kann, ne, über das Smartphone. Und nicht nur irgendwo eine Plakatwand auf der Straße, die zwar so die allgemeine Öffentlichkeit anspricht, aber man weiß überhaupt nichts darüber, ob das jetzt den Einzelnen interessiert oder nicht. Ja? Und ich würde einfach mal jetzt behaupten, dass so wie das Interesse eben besteht, möglichst viel über den Kunden zu wissen, damit man eben passgenau das individuelle Produkt anbieten kann, ja, ist es von Interesse, den gesamten Prozess der Produktion, Distribution, Zirkulation zu kennen. Mhm. Ja, und da kann unter Umständen vielleicht so ein Sicherheitsdienst auch nützlich sein. Also ich meine, das geht natürlich über die Tatsache hinaus, ne, dass man, also man möchte auch kontrollieren, wer von den Leuten irgendwo einkaufen geht. Du hast vom Image gesprochen. Natürlich kann eine Shopping Mall, ein Einkaufszentrum, ja, möchte es vermeiden, dass da Leute reingehen, ja, die vielleicht andere Kunden abschrecken, ja, die nicht so aussehen, als wären sie kauffähig oder willig, ja, und das wäre dann zum Beispiel die Aufgabe von so einem Doorman oder so. Ne, da, also den Zugang zum Produkt zu selektiv zu gestalten. Also, weil auf der einen Seite will man natürlich, dass alle möglichen Leute kommen und kaufen. Mhm. Aber was ist, wenn eben in diesen halböffentlichen Räumen Leute rumlaufen, die vielleicht nichts kaufen wollen, aber nur da rumlaufen? Die stören ja eigentlich. Also, oder man unterstellt ja zumindest, es geht so ein bisschen, ist so ein bisschen ähnlich, vielleicht der Gedanke wie bei dieser Broken Windows Theorie. Ne, wenn zu viele schmuddelige Leute, die eigentlich kein Geld haben, irgendwo rumlaufen, dann stört es das Geschäft. Selbst wenn die niemandem was tun. Ja? So, und dafür braucht man dann vielleicht das entsprechende Personal, das vor allem fürs Image sorgt. Und wenn, wie du sagst, es in der Öffentlichkeit so wahrgenommen wird, ja, das manchmal, heute ist es, glaube ich, ein bisschen was anderes, als es so losging, dass immer mehr Sicherheitsleute dann, die man auch in irgendeiner Form von Dienstkleidung steckte, die wurden mit dem Unternehmen identifiziert. Und das wird einem ja auch heute gesagt, wenn man mit den Geschäftsführern spricht. Wir wissen, ja, das ist das Bedürfnis der Kunden, ja, oder beziehungsweise der Auftraggeber, dass das Sicherheitsunternehmen in das Bild des Unternehmens reinpasst. Ja, am besten gleich identifiziert wird damit. Und die Leute machen das spontan auch. Ne? Insofern, und wenn das also so ist, dass ein Sicherheitsunternehmen für das Image eines Konzerns, eines Auftraggebers auch eine Rolle spielt, dann gewöhnt man sich eben dran. Dann wird es zum wichtigen Bestandteil der Außendarstellung eines Unternehmens. Aber ist das so? Also, das ist ja, hier hast du es genauso wie bei dem Thema Gefahren, Risiko, ja, auch so. Es hat sicherlich viel mit Imagination zu tun. Das heißt, wenn die Leute glauben nur das, was sie sehen, ja, oder von dem sie wissen, ja, was ich nicht weiß, kann ich nicht beurteilen. Ne? Also ich sehe stell dir vor, ein einfaches Beispiel, eine Wiese, eine schöne bunte Wiese, ja, für den, der nichts über eine Wiese weiß und die Blumen, der sieht da halt einfach nur was Buntes. Derjenige, der die einzelnen Pflanzen erkennen kann, der kann die benennen und kann darüber sprechen. Ja. Ja? So, und vielleicht ist es so, dass man sagt, okay, die Leute wollen das Gefühl von Sicherheit haben.
Sie wollen, ne? Also das ist ja auch dann so, also es gibt Leute, die gehen dann halt irgendwo im KDW einkaufen, ja, und das KDW ist der Konsumpalast, ja, in dem man sich wohlfühlen will, in dem man nicht will, dass irgendjemand das in Frage stellt. Und es könnte ja sein, dass ein armer Bettler im KDW provoziert schon, das eigene Konsumieren von teuren Produkten in Frage zu stellen, weil das ein Widerspruch erstmal ja. ist. Ja, das verstehe ich schon. Ich habe jetzt nur überlegt, dann bist du ja an dem Punkt, überhaupt vor der Blumenwiese zu stehen, um mal diese Metapher aufzunehmen. Mhm. Wenn ich jetzt mal, oder anders formuliert, ich glaube schon, dass auch jemand, der weder Ahnung von Blumen hat und auch nur ein buntes Bild sehen würde, schon unterscheiden könnte, ist das bunt und damit hübsch oder bin ich hier gerade am Stoppelfeld? Also was meine ich damit? Wenn ich jetzt zurückdenke, auch in die letzten Monate und die letzten 2 Jahre, dann würde ich sagen, dann habe ich diejenigen, die ich vor Lidl, Aldi, Netto gesehen habe, nicht als eine Blumenwiese angesehen, sondern das waren für mich, war für mich eher das Stoppelfeld. Und dann bin ich an diesem Punkt, wo ich die Frage stelle, ist das, was uns die Unternehmen eigentlich hier immer wieder erzählen, eigentlich wirklich das, was draußen dann zählt. Also ich glaube schon, also wenn ich vor Lidl stehe und dann den Menschen da bin, bin ja manchmal schon froh, wenn der komplett in Schwarz gekleidet ist, dann haben wir da wenigstens eine gewisse Einheitlichkeit und irgendwo steht noch Sicherheit drauf, dann ist er ja noch zu erkennen. Aber das wirst du selber erlebt haben, das werden auch die Zuhörer erlebt haben, da gab es ja die unterschiedlichsten kreativen Arten und Weisen der Dienstkleidung. So, und dann gehst du rein und dann merkst du drin, dann stehst du plötzlich, bleiben wir mal bei Lidl, drin in Lidl und merkst, pass mal auf, hinter dem allen steht ein Konzept, was ich als erstes sehe, wie die frische Abteilung aufgebaut ist, was die Mitarbeiter an Kleidung tragen, wie bestimmte Preise ausgepreist sind. Und dann gehst du wieder zurück, dann gehst du wieder raus und dann siehst du vor dem, also diejenigen, der eigentlich die Visitenkarte dastehen, da siehst du dann wieder drin die Blumenwiese, draußen das Stoppelfeld. Und hättest du nicht das Bedürfnis, da reinzugehen, oder den Zwang, da reinzugehen, weil du einkaufen musst, weil du ja irgendwie vielleicht auch was essen möchtest, dann würdest du vielleicht da auch nicht reingehen. Und das wäre ja dann die interessante Frage, warum spart denn der Kunde an dieser Stelle oder ist es ihm dann nicht wichtig an dieser Stelle? Also guck mal, also bei den Supermärkten, ja, also Supermärkte ist ja was anderes als jetzt mein KDW-Beispiel. Da geht jeder hin, ja, und ich meine, du könntest natürlich sagen, das ist nochmal ein Unterschied, müsste man hingucken, ja, ob die Sicherheitspersonal beim Rewe oder beim Kaufland anders auftritt oder, ja, oder wahrgenommen wird, als die jetzt beim Lidl, Aldi oder Penny. Ne? Könnt ihr, vielleicht ist da ja ein Unterschied, ja. Ja, weil das durchaus schon nicht genau dieselbe Klientel ist. Auch wenn jeder mal überall einkaufen geht, ja, kann man da sicherlich, wenn man so eine soziologische Untersuchung machen würde, da schon Unterschiede feststellen. Es hat sich ein bisschen ausgeglichen. Ich weiß noch, die Generation von meinen Eltern, nicht meine Eltern selbst, aber andere Leute, Ärzte, Familie, denen war es furchtbar peinlich, beim Aldi beim Einkaufen erwischt zu werden. Ja? Das hat sich heute schon stark relativiert. Ja. Aber es ist trotzdem ein Unterschied, du hast ja völlig recht, also der Dorman beim KDW oder beim Kaufhof, der wird anders präsentiert, ja, da wird mehr Wert gelegt als jetzt beim Aldi oder beim Lidl, ja, beim Aldi und Lidl, da denkst du, okay, dem geht's wie mir so ungefähr, ja, eben mehr oder weniger, ja. Und beim KDW im Barfuß, da denkst du, oh, der sieht eher dem Manager von dem Laden optisch jedenfalls ähnlicher, ne, als jetzt der einfachen Verkäuferin oder so vielleicht sogar. Ja. Und aber das ist so, das ist, glaube ich, also es gibt doch Marktstudien, es gibt auch Kundenstudien über die Kunden, ja. Und jedes Unternehmen wird sich sicherlich genau, also das dazu in der Lage ist, sich genau anschauen, wer sind die Kunden bei uns? Was erwarten die Kunden? Also nicht nur bei den Produkten oder Dienstleistungen, die man kaufen kann, sondern wie es auch verkauft wird, ne? Mit welchem Image. Ja. Und wenn ich halt ein Produkt kaufen will, das besonders hochwertiges Image hat, dass das sich erarbeitet hat irgendwann, dann muss auch das Umfeld stimmen. Da darf das nicht zu sehr in Widerspruch geraten. Mhm. Ne? Im Grunde hast du ja auch ein bisschen dafür plädiert. Ne? Aber dass das jetzt eben beim Beispiel Lidl nicht der Fall ist, da wird einfach kein Wert drauf gelegt. Was verkauft der Lidl schon?
billiges Essen und bei den Non-Food-Produkten ziemlichen Ramsch. Ja, also. Ja, es ist ja kein Apple Store. Ja. Also so, ja. Können wir also manchmal Fazit hat man den Eindruck, noch ein Satz dazu, das ist vielleicht auch von immer irgendwie von der Geografie, also von dem Ort abhängig, welcher Stadt, welchem Stadtteil oder so. Ja? Aber wirklich im Bereich öffentlicher Nahverkehr, Bereich Supermärkte, da hat man doch manchmal den Eindruck, da verwalten sich die Leute selbst. Also der Sicherheitsmitarbeiter, der kommt aus demselben Kiez, aus derselben Community, ja, der hat denselben diesen Job wie die Leute, die einkaufen. Mhm. So, irgendwie. Ne? Selbstverwaltung klingt, ja, klingt schön. Können wir ein Fazit ziehen aus, ja, aus unserem Gespräch heute? Hast du eine Idee? Also ein Fazit kann man immer ziehen, man muss nur wissen, wie. Naja, also die Frage ist auf verschiedenen Ebenen. Ja, also wir sind ja so ein bisschen am ersten Teil des Gesprächs, haben wir versucht, so ein bisschen herauszufinden, ob es zu grundlegenden Veränderungen kommen könnte in der Branche. Das finde ich sehr schwierig. Ja, es gibt Indizien, dass sich Dinge verändern werden, aber die ganze Branche, die ist, hängt am Rattenschwanz von ganz anderen Entwicklungen, von denen sie abhängig ist. Ja, also beispielsweise würde tatsächlich der Einzelhandel jetzt auf die Idee kommen, den ganzen Ablauf zu technisieren, ja, vom Einzutritt, ja, keine Ahnung, ich hatte vorhin mal einen Gedanken, eigentlich wäre das ganz schlimm, stell dir mal vor, irgendwann wäre es normal, dass die Leute dann sich mit ihrer Identifikation auf dem Smartphone den Zutritt in den Supermarkt verschaffen müssen. Mhm. Anders kämen sie gar nicht mehr rein. Technisch wäre das ja umsetzbar. Ja, oder ich meine, ich habe vorhin, ich war spazieren heute Vormittag und da lese ich irgendwie die Überschrift von der BZ, die Justizsenatorin spielt mit dem Gedanken, Straftäter anhand der Covid-App zu verfolgen. Ja. Also ich meine, allein schon, dass solche Überlegungen getroffen werden, zeigt ja, dass die Gefahr, dass man dann, wenn man irgendwo schon Daten hat, auf die Idee kommt, die auch für andere Zwecke zu nutzen, die hast du immer. Ja. Ja. Und dann ich würde nie so weit gehen, dass wir hier so Zustände demnächst haben wie in China. Aber ich kann mir gut, also dass da Leute drüber nachdenken oder dass es sozusagen aufgrund der technischen Möglichkeiten irgendwie man dann doch damit gespielt, ja, sowas wie ein Scoring mal einzurichten, ja, was wir ja so in einer gewissen Weise ja schon haben, nur nicht, dass der Staat das groß flächig irgendwie organisiert und sammelt, ja, aber so. Das heißt, es hängt davon ab, wie man mit Daten umgeht, ja, es hängt davon ab, ob jetzt die Kunden der Sicherheitsunternehmen, wie die sich entwickeln, was für Bedürfnisse die haben. Das ist, glaube ich, das Entscheidendere als die Tatsache, was halt leider zu oft passiert, dass sich die allgemeine Öffentlichkeit, die irgendwie schon daran gewöhnt oder damit abfindet. Ja, dass da ein großes, sagen wir mal, dass sich das Image der Branche ändert im positiven Sinne oder im negativen Sinne, glaube ich nicht. Also das wird ja, ach so, wir waren ja auch eigentlich schon beim Schlusswort. Aber ich glaube, also erstmal Oberfläche betrachtet, von den Dimensionen der Branche, von dem Image der Branche, da wird sich nicht großartig was ändern. Ja, mhm. Das glaube ich nicht. Dass die aber immer mehr eine Rolle spielen werden bei, so sagen wir mal, sowohl im privaten wie im öffentlichen Sektor strategischen Überlegungen, das glaube ich schon. Vielen Dank, Florian, für deine Zeit, für das Gespräch heute wieder. Ja. Und ich freue mich, das nächste Mal dich auch wieder einladen zu dürfen. Ebenso. Gerne. Mach's gut, bleib gesund. Bis dann. Ja. Tschüss. Bis dann. Tschüss.